Stand-Up-Paddeln ist zurzeit der schnellstwachsende Wassersport, den es gibt. Es werden mehr Boards verkauft in diesem Bereich als bei Kite und als Windsurfboards. Ist ein Sport, der kommt aus Hawaii, ist ein Trendsport zurzeit. Also wenn man Stand-Up-Paddeln lernt, ist man zurzeit einfach absolut hip, denn das ist der Sport, der zurzeit absolut boomt. Eigentlich muss man nicht viel mitbringen. Das Stand-Up-Paddling kann jeder und jede ganz schnell lernen. So ein bisschen Gleichgewicht gehört dazu. Und natürlich darf man keine Angst haben, reinzufallen. Das passiert ganz selten nur, aber wenn, dann, naja, dann fällt man halt rein. Man braucht nicht viel. Das ist einfach nur, dass man das Paddel ein bisschen führen kann, dass man sich auf dem Wasser ein bisschen sicher fühlt, aber das geht ganz schnell. Man startet ja mit ganz breiten Boards und dann geht das ganz schnell, dass man zu den schnelleren Minua wechseln kann. Beim Stand-Up-Paddeln hat man einmal den reinen Freizeitspaß. Und darüber hinaus gibt es halt auch organisierte Wettkämpfe. Auf der Hafenlust haben wir ein Teamrennen veranstaltet, sprich also drei Teilnehmer und das Paddel dann halt wie ein Staffelstab zum Übergeben. Weiterhin wurde dann ein Supersprint gefahren, bedeutet gerade Strecke ohne Boje, einfach, ich sag mal, so schnell wie möglich. Und des Weiteren haben dann halt noch Sprintrennen stattgefunden mit Bojen und Langstreckenrennen. Stand-Up-Paddeln ist ein sehr, sehr gesunder Sport. Man trainiert den ganzen Körper, auch die innenliegende Core-Muskulatur. Man trainiert den Nacken- und die Rückenmuskulatur dabei. Für die Frauen, man trainiert den großen Gesäßmuskel. Man kriegt also einen knackigen Po dabei. Schön ist es aber auch, weil es ein sehr ausgleichender Sport ist. Was ich besonders schön finde, ist, man steht auf dem Board. Das heißt, man ist einen guten Meter über den Kanuten, über den Ruderrand, kann viel besser nach rechts und links gucken, schaut von oben herab auf die anderen, sieht eben auch viel mehr von der Natur. Deswegen die Perspektive beim Stand-Up-Paddeln natürlich noch schöner. Es macht einfach Spaß, es ist spontan, man kann es schnell hier in Oldenburg machen. Das ist das Tolle, man muss nicht extra weit hinwegfahren, weil die Hunter ja direkt hier ist. Und ja, es ist ein schöner Freizeitsport.